Hallo Leute und willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir sollen jetzt aus dem Schloss fliegen und das werde ich doch sehr gerne tun. Oh. Oh. Oh, eine Hinweismünze. Schön, noch eine Hinweismünze. Habe ich nochmal so ein Glück? Nein, schade. Diese Tür ist fest verschlossen. Aber sie hat gar kein Schloss. Stimmt. Wahrscheinlich wird sie über einen Mechanismus in der Nähe bedient. Sehen wir dort unten nach, ob wir etwas finden. Okay, hier unten? Oder wie? Oder aber noch weiter unten? Hier? Ich habe noch nie so einen gewaltigen Heizkessel gesehen. Er muss das ganze Schloss mit Energie versorgen, aber er scheint nicht eingeschaltet zu sein. Und wozu dienen all die anderen Maschinen? Die sind alle so riesig. Wenn ich raten müsste, so würde ich sagen, dass sie zum Abbau und zur Förderung von Gold dienten. Es scheint mir, als hätte man damit den gewaltigen Schacht gebohrt, der unter dem Schloss liegt. Oh, der ist tatsächlich mal gewaltig. Deshalb herrscht hier auch so ein starker Zugwind. Oh, und sehen Sie mal, was für ein seltsamer Nebel da aus dem Schacht aufsteigt. Gehen Sie nicht zu nahe heran, Professor. Der ist bestimmt giftig. Wer auch immer den Boden hier aufgebohrt hat, muss diese Geräte wie ein Fachmann beherrscht haben. Ein falscher Spatenstich würde wohl das ganze Fundament in den Abgrund reißen. Ich weiß nicht, ob wir gerade Zeit haben, die Arbeit der Bergleute zu bewundern, Professor. Oh, natürlich, du hast recht, mein Junge. Aber ich glaube, wir können die Stahltür über uns öffnen, indem wir den Heizkessel wieder anwerfen. Okay. Rätsel 134, Dampfmaschine für 40 Picarat. So, welche Ventile musst du öffnen, um den Dampf des Kessels in Kasten 2, nicht aber Kasten 1 oder 3 umzuleiten? Anfangs sind alle Ventile geschlossen. Die gesuchte Lösung ist die mit den wenigsten geöffneten Ventilen. Berühre ein Ventil mit dem Touchpen, um es zu öffnen oder zu schließen. Okay, Kasten 2, Kasten 1 und 3... Und so sieht's aus, wenn das Ventil geöffnet ist. Okay, mit den wenigsten geöffneten Ventilen, das kann ja wieder lustig werden. Da ist man dann gerne mal der Meinung, man hätte schon die Lösung raus und dann gibt es trotzdem noch eine andere. Aber okay, so, ich drehe das hier jetzt erstmal auf, gehe nach rechts, dann könnte ich das hier aufdrehen. Nein, das funktioniert nicht, denn ich gehe davon aus, dass der Dampf ja dann auch hier in Kasten 3 reinströmt, oder? Glaube ich zumindest. Von daher geht das schon mal nicht. Und ansonsten gibt es hier auch erstmal keinen Weg. Okay, vielleicht sollte ich von der 2 ausgehen. Das wäre auch ein bisschen logischer, ne? Wenn ich einfach mal von der 2 ausgehe. So, ich könnte das hier aufdrehen. Und könnte danach das hier aufdrehen. Dann geht der Dampf hier einmal rum. Ach nee, das kann ich ja nicht. Stimmt, das kann ich ja nicht wegen der 3. Okay, bleiben wir mal dabei. Ich könnte das aufdrehen. Anschließend das hier. Und dann führt das hier... Nee, das führt aber wieder zu 1. Okay, dann geht das schon mal nicht. Wenn wir hier runtergehen und drehen das hier auf. So, dann geht der Dampf weiter. Dann drehen wir anschließend das hier auf, gehen hier einmal rum, müssten dann das hier aufdrehen. Das bleibt zu und das geht hier in den Kessel. Das heißt, wir haben jetzt 3 Ventile geöffnet. Die Frage ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich gehe jetzt nochmal hier rum. Also hier gibt es erstmal keine. Da können wir nur nach oben und da können wir auch nur hier hin. Dann geht der Dampf da rein. Okay, Moment. Nochmal eben kurz die andere Richtung checken. Das hier öffnen. Dann geht der Dampf runter. Den hier können wir nicht öffnen, wegen der 3. Dann geht der Dampf hier runter. Aber vermutlich geht ja der Dampf, wenn ich das hier öffne, geht der Dampf ja wahrscheinlich automatisch in die 3. Also ich meine, das ist ja direkt verbunden, ne? Von daher würde das auch nicht funktionieren. Und so funktioniert es. Ich könnte auch das hier, dann hätte ich aber viel zu viele Ventile.
Ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach und hoffe, dass drei Ventile auch tatsächlich... Ja, die geringste Anzahl. Ist das schön? Das war viel zu leicht. So, verdampft richtig. Es müssen nur drei Ventile geöffnet werden, damit der Dampf nur zu Kasten 2, nicht aber zu den Kästen 1 und 3 führt. Okay. Gut gemacht, mein Junge. Nun, nichts wie ab nach oben. Das scheint mir der einzige Weg. Okay. Ach, wir haben noch, fällt mir gerade ein, wir haben noch eine Tagebuchseite. Die möchte ich nochmal ganz schnell lesen. Wir haben ja den Schlüssel bekommen beim letzten Mal. So, seit sie mich verlassen hat, komme ich mit Vater nicht mehr zurecht. Wir streiten ständig. Viele Menschen verlassen die Stadt auf der Suche nach Sicherheit. Ach, wäre sie nur geblieben, vielleicht hätten wir den Sturm zusammen überstanden. Ich frage mich noch immer, wieso sie ging. Wenn sie mich wirklich liebte, wie konnte sie mich dann verlassen? Okay. So, auch wenn das oben der einzige Weg ist, kann es natürlich gut sein, dass hier noch ein Rätsel versteckt ist. Diese Dampfmaschine ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb, wie es scheint. Okay. Hinweismünze. Okay, diese Dampfmaschine ist seit geraumer Zeit nicht in Betrieb. Okay, okay. Sagt er jetzt wieder das Gleiche? Okay, gut. Also kein verstecktes Rätsel mehr. Da oben noch eine Hinweismünze. Nein, jetzt sagt er wieder das Gleiche. Okay, dann lasse ich es mit dem Klicken. Sollten wir Rätsel übersehen haben, dann sind sie ja später sowieso im Rätselindex oder in Oma Enigmas Hütte. So, ist die Tür jetzt auf? Hinweismünze. Juhu. Kann ich da draufklicken? Da ist nichts. Da ist noch eine Münze. Da ist noch eine Münze. Wow, sehr schön. Haben wir mal drei in einer Szene gefunden. Ach so, wir sind von da gekommen. Alles klar. Gut. Ist das ein Durchgang? Aber er ist fest verriegelt. Diese Lüftungsklappe ist der einzige Weg nach draußen. Wir müssen sie öffnen, um zu entkommen. Okay, Zahlenquadrat, 50 Pikarat. Oha. Bei diesem Sperrmechanismus handelt es sich um ein sogenanntes magisches Quadrat. Um das Schloss zu entriegeln, musst du die unten angezeigten Ziffern so in die freien Felder des Quadrats einsetzen, dass alle vier Zahlen, die waagrecht, senkrecht und diagonal in einer Reihe stehen, dieselbe Summe ergeben. Vervollständige das magische Quadrat, um das Schloss zu öffnen. Okay. Okay, okay, also... Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dieser Reihe hier. Das wären zum jetzigen Punkt 15. Und wenn wir uns die untere Reihe anschauen, dann hätten wir 11, 12. Okay, sagen wir jetzt einfach mal, dass die gesuchte Zahl... Also die gesuchte Summe eine 16 ist. Dann würde ich hier die 1 einsetzen. Und was haben wir jetzt gesagt? Hier unten kommen wir auf 12. Dann würde ich hier die 4 einsetzen. 8 und 5, dann hätten wir 13, 14. Dann haben wir hier 15, 16. Dann haben wir 7, 8, 9. Da würde ich dann die 7 einsetzen. Und dann wird das vermutlich gar nicht so passen, wie ich mir das vorstelle. Ach, es muss ja auch... Ich bin auch blöd, Leute, ne? Wir können das doch einfach so sehen. Also hier haben wir 19, 18. Es sind 18. Also ich meine, wenn es immer diagonal sein muss, dann haben wir ja hier schon alles vorgegeben. Habe ich jetzt erst gesehen. Okay, also 18. Das heißt, hier waren wir bei was? Hier waren wir bei 15, ne? 15. So, dann setzen wir da die 3 ein. Dann setzen wir hier, da haben wir die 8 und 8, sind die 16. Dann setzen wir da eine 2 ein. Dann haben wir hier die 11, 12. Dann setzen wir da eine 6 ein. Da haben wir 9, 10, 11. Dann setzen wir da die 7 ein. Dann haben wir 7 und 6. Dann haben wir 13. Da könnten wir dann... 13, da könnten wir die 4 einsetzen. Und da die 1... Da hätten wir die 5, 6, 7. Das passt so schon mal nicht. 7 und die 8, nein.
Dann nehme ich die noch mal kurz raus. So, hier haben wir 9. Und da die 5 sind 18. Also soweit passt doch alles. Okay. So, dann hätten wir hier 5. Oder ich schaue mal nach dieser Reihe hier. Da hätten wir dann die 12 und könnten die 5 an eine Stelle setzen. Und die 1 an eine Stelle setzen. Hätten wir 18. Hier haben wir jetzt momentan 10. Das heißt, hier setzen wir die 8 hin. Und dann setzen wir hier die 4 hin. Dann passt das auf jeden Fall in dieser Reihe schon mal. Und dann passt es auch, sind 12 und 6, dann passt es auch in dieser Reihe. 5 und 5 sind 18, das passt. Hier haben wir die 12 und die 6, das passt auch. Ich gehe davon aus, dass das so richtig ist. Nun die Probe aufs Exempel. Sehr schön. So, jetzt müssen wir vermutlich... Ein Gentleman. Ja, ja. Löst müssen wir vermutlich echt in jedem Raum hier ein Rätsel lösen. Sehr gut. Stehen alle Zahlen am richtigen Platz, so ergeben waagerechte, senkrechte und diagonale Vierergruppe jeweils eine Summe von 18. Nun auf in Richtung Freiheit. Ja, gerne. Sehr gerne. Luke, die Lüftungsklappe ist jetzt offen. Folge mir. Okay. Wie hieß der nochmal? Croy oder so? Ich glaube Croy, ne? Haben wir hier denn noch ein verstecktes Rätsel? Kaum zu fassen, dass das Tischtuch keine einzige Falte hat. Ja, da hat sich jemand gut drum gekümmert. Da noch eine Hinweismünze. Sprechen wir ihn mal an. Vorsicht, Luke, rutsch nicht aus. Der Boden ist spiegelglatt poliert. Oh, Sie haben recht. Ich kann mich ja wirklich darin spiegeln. Wer putzt hier nur so sorgsam? Das wäre wohl ich, junger Herr. Ah, der Diener! Treffend beobachtet. Dürfte ich fragen, was die werten Gäste zu so später Stunde hier suchen? Wenn sie nicht einschlafen können, so kann ich ihnen mit einem guten, wirksamen Rätsel helfen. Sie versuchen nicht, uns aufzuhalten oder sowas? Sie aufhalten? Junger Herr, ich weiß gar nicht, wovon Sie da reden. Wo war ich? Ach, natürlich, das Rätsel. Dieser Saal birgt eine geheime Falltür, doch zu meinem Verdruss habe ich vergessen, wo sie liegt. Ich erinnere mich aber an einen Spruch, mit dem die Dienerschaft sich ehemals den Ort merkte. Vielleicht können Sie mir ja zeigen, wo die Falltür liegt. Okay. Die Geheimtür. Am sternenklaren Firmament, da steht ein schwarzes Tor. Und du, der kühne Reisende, stehst fragend nun davor. Die Sterne sagen, folge uns zum gut versteckten Gang und bilden einen Sternpfeil, gewunden, hell und lang. Siehst du der Sternenfingerzeig in dieser düsteren Nacht? Dann tippe auf das Ziel des Pfeils. Hab Dank, du Sternenpracht. Okay. Okay. Aus den ganzen Sternen... Aus den ganzen Sternen müssen wir jetzt also einen Sternpfeil bilden, wenn ich das richtig verstehe. Ist das hier der Anfang? Ist das der Anfang hier unten? Sieht gerade so aus. Ich gehe mal einfach hoch. Also ich meine, das sind zumindest die Sterne, die hier in einem vernünftigen, die vernünftig im Quadrat sind. Alle anderen stehen so drüber, oder? So, 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 der. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Ja, alle anderen, gut, der hier vielleicht noch. Bin ich mir gerade nicht sicher. Also die anderen passen genau ins Quadrat und die hier drumherum nicht. Die Frage ist, was ist mit dem? Gehört der dazu? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Denn der Pfeil ist ja auch immer nur ein Quadrat breit. Kein Rätsel ohne Lösung. Nein! 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 Nun ja, wie schade. Eine Option weniger. Lies dir den Rätseltext noch einmal genau durch. Welche Anweisung gibt er dir? Erneut versuchen. Gehörte der doch dazu? Oder habe ich das komplett falsch gemacht? Das kann natürlich auch sein. So. Müssen wir
Müssen wir das hier auch mit einberechnen? Also das ist für mich definitiv ein Pfeil. Oder schwarzes Tor. Ja, dann gehört das Tor noch dazu. Dann gehört das Tor noch dazu. Zumindest eher als dieser Stern hier. Weil das sieht richtig aus. Das Ziel des Pfeils. Hab Dank, du Sternpracht. Nee, das wäre ja zu lang und das wäre auch kein richtiger Pfeil mehr. Nun die Probe aufs Exempel. Okay. Nun ja, okay. Eine Option weniger. Okay. Erneut versuchen. Mist. Wie viel Pikarat haben wir jetzt überhaupt noch? 32, ja, okay. So, habe ich das irgendwie falsch verstanden? Steht ein schwarzes Tor und du, der kühnende Reisende, stehst fragend nun davor. Die Sterne sagen, folg uns zum gut versteckten Gang und bilden einen Sternpfeil. Das ist für mich ein Sternpfeil hier. Gewunden, hell und lang. Das stimmt, er ist hell, er ist gewunden und er ist lang. Okay, siehst du der Sternenfingerzeig in dieser düsteren Nacht, dann tippe auf das Ziel des Pfeils. Eieieiei. Also entweder ist das gemeint oder das gemeint. Eins von beiden. Also das ist das Ende des Pfeils und das ist dann das Ziel des Pfeils. Eieiei. Nun die Probe aufs Exempel. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ein ja. Gentleman löst jedes Rätsel. Wie doof. Ausgezeichnet. Die Sterne, die ganz in einem Kästchen eingeschlossen sind, ergeben zusammen einen Pfeil, der direkt auf die Geheimtür zeigt. Jo, supi. Toll. Brillant gelöst, werte Herren. Darf ich Ihnen nach dieser kleinen Entspannungsübung empfehlen, auf Ihr Zimmer zurückzukehren? Nachts herrscht in diesen alten Mauern oft ein recht frischer Zug. Wir werden auf uns aufpassen. Gute Nacht. Huhuhu, gute Nacht auch Ihnen. Okay. Komischer Typ. Ganz komischer Typ. So, ich möchte aber noch gar nicht auf mein Zimmer gehen. Was haben wir denn hier? Galerie. Okay. Hinweismünze. Professor, da! So können wir aus dem Schloss entkommen. Nach unserer langen Suche stehen wir nun kurz davor, Dr. Schraders Tod aufzuklären. Wir müssen erst das Schloss durchsuchen, bevor wir fliehen. Sehen wir uns weiter um. Oh je, Professor, ob das eine gute Idee ist? Luke, hör mir zu. Wir dürfen jetzt nicht blindlings fliehen. Noch nicht. Nur hier können wir die Wahrheit über die Schatulle und über Folsens herausfinden. Wir müssen weitermachen. Möchtest du speichern? Nein, gerade nicht. Okay, so, noch eine Hinweismünze, vielleicht irgendwo. Ich sehe da drin einen gewaltigen Kronleuchter. Sehen Sie mal, Professor, dieses Gemälde hier. Ja, das ist der derzeitige Burgherr auf Schloss Herzen, wie er leibt und lebt. Und der uns gerade vertreut hat und unser Blut trinken wollte. Eigenartig. Was ist denn, Professor? Dieses Bild, es ist viel zu vergilbt, als dass es erst vor kurzem hätte gemalt werden können. Aber du hast Anthony ja selbst gesehen. Er sieht praktisch exakt so aus wie auf diesem Gemälde. Wenn er nicht altert, dann ist er wirklich ein Vampir. Ich wusste es. Wir müssen unbedingt hier weg. Vielleicht steckt in all jenen Gerüchten ja doch ein Funken Wahrheit. Nichtsdestotrotz, kopflose Panik ist in Notlagen wie dieser nie eine gute Idee. Luke, wir müssen besonnen bleiben. Lass uns ein Rätsel lösen, um uns etwas zu entspannen. Ein Rätsel? Haben wir denn wirklich Zeit für so etwas, Professor? Naja, anscheinend schon. 132, brüderlich geteilt. So, zwei Brüder erben 5 wertvolle Gemälde. Laut Testament sollen die Gemälde, die der ältere Bruder erhält, zusammen doppelt so viel wert sein wie jene, die der jüngere Bruder bekommt. Die beiden laden einen Gutachter ein, der den Wert der einzelnen Werke, wie unten gezeigt, festsetzt. Für seine Dienste wurde dem Gutachter das Gemälde zugesichert, welches nach der Aufteilung übrig bleibt. Die Gemälde dürfen nicht geteilt werden. Welches Bild bekommt also der Gutachter? Okay, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann werde ich wahrscheinlich hier alles zusammenrechnen und dann, ja, ihr wisst, wie es geht, so wie wir das bei einem Rätsel schon mal hatten. Das machen wir aber in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!